Hi Lord Killamite und hi Fallen Crusader. Hallo zusammen. Yeah. Und wie? So. Ich habe mich echt auf den Stream gefreut. Aus zwei Gründen. Erstens, um euch mein tolles Travis Touchdown Cosplay zu zeigen. Und zweitens, weil ich echt mich nie mehr zurückhalten konnte mit No More Heroes. Ich habe mich so drauf gefreut, das jetzt endlich zu spielen, aber ich wollte es mir für die Streams aufheben. Ich habe kurz in den ersten Teil reingespielt, aber sonst habe ich mich gebremst. Eine ganze Woche musste ich warten. Und dann war auch noch Internetwechsel. Das heißt, ich musste das auch noch von Dienstag auf Donnerstag verschieben, aber jetzt kann es losgehen. Fallen Crusader und Mr. Hawkeye, dankeschön. Kommen die jetzt gleichzeitig, die Bits? Ich glaube schon, die kicken sich gegenseitig. Boah, sowas hatten wir noch nie. Voll cool. Hallo Retro Gamer. Hi, wie geht's? Cool, cool. Dankeschön. Mein Gott, die Bits kommen immer noch. Und schon ist das Glas voll. Wie cool ist das denn? Nice. Hey, Metatron, hallo. Mit Tolle, natürlich. So gut ging. Alles im grünen Bereich. Ja, ja, bei mir ist alles im grünen Bereich. Bei mir ist alles cool. Ich bin jetzt froh. Ich freue mich jetzt wirklich auf No More Heroes. Wir fangen jetzt auch gleich an. So, das geht's. Der erste Teil damals auf der Wii habe ich das gesuchtet wie blöd. Ich glaube, das richtige Ende kriegt man nur, wenn man es auf super schwer durchspielt. Aber den Schwierigkeitsgrad haben wir von Anfang an gar nicht. Deswegen machen wir wenigstens mild und nicht sweet. Wenigstens ein bisschen schwerer. Ich glaube, es ist nicht super schwer, aber gut. Ramsi, hallo! Maranuba, danke fürs Followen. Voll cool. Freut mich. Und Fallen Crusader, danke fürs Abo verschenken. Das Glas geht über und ab. Hey, und ich hoffe jetzt übrigens wirklich, ich bin jetzt extra, das sage ich noch vorher kurz, ich bin jetzt extra ins Wohnzimmer umgezogen und hänge jetzt am neuen Router mit Glasfaser am Kabel. Also ich hoffe, das Stream läuft jetzt ohne Lags, ohne Stottern, ohne Probleme. Weil bei den letzten Streams war es teilweise echt nervig. Irgendwie dauernd kurze Standbilder, dauernd Hänger. Ich hoffe, das ist jetzt endlich vorbei. Ich hoffe, jetzt wird alles gut. Endlich. Für immer. Hey, Katka. Hallo. Ob ich noch einen Touchdown landen will. Ja, ja, ganz genau. So, da, da. Jetzt aber. Wartet mal ganz kurz. Eine Sache muss ich noch schnell machen. Okay. Worum geht's in dem Spiel? Das wird im Intro jetzt gleich noch erklärt. Im Endeffekt ist die Story von den No More Heroes Spielen immer die gleiche. Es geht immer darum, dass es eine... Im dritten Teil geht's dann um Superhelden, aber den ersten beiden geht's immer um eine Rangliste der Auftragskiller und unser Protagonist will die Nummer 1 werden. Und deswegen müssen wir uns quasi jetzt in dem Teil von Platz 10 oder Platz 11 im Grunde hochkämpfen bis Platz 1. Und im Endeffekt sind das immer so kleine Level, schlauchige Level, nichts Besonderes, mit ziemlich coolen Endkämpfen, Bosskämpfen. Und das Spiel geht ein bisschen langsam los, ein bisschen low und gemütlich und eskaliert dann immer mehr. Die Charaktere werden immer abgedrehter, deren Fähigkeiten und so weiter werden immer verrückter. Und es ist einfach wirklich super witzig und total over the top. Und ich mag sowas. Genau. Metatron, dankeschön fürs Abonnieren. 1,5 Jahre? Wow. Krass. Voll cool. Okay, starten wir auf mild. Der mittlere Schwierigkeitsgrad quasi. Und los geht's. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Sadala. Ich glaube, jetzt kommt erstmal ein bisschen Tutorial und so, ne? Also wie gesagt, das Spiel ist original von der Wii und das merkt man natürlich auch optisch und so weiter und auch vom Gameplay her, weil Bewegungssteuerung war damals natürlich noch ein Muss. Ich habe jetzt hier einen Pro-Controller, weil ich nicht rumfuchteln will, aber man merkt es trotzdem noch. Ich weiß, dass viele Spieler draußen nicht viel Patience haben. Zumindest das ist, was Bishop, der Typ in der Videostore, sagte. Also ich bin am Register und dann habe ich realisiert, ich habe kein Geld. Ich war wirklich broke.
Why? Because I met this smoking hot chick last night at the Deathmatch bar. Man, she smelled good. So being the gentleman I am, I bought her a drink. Anywho, I decided to get a job. The gig? Assassinate the Drifter. So I went where I was supposed to and waited for the guy to show up. And there he was. Hiking of Felix. Well-dressed, cool, couldn't tell if he was the shit or just plain old shit. Yeah, so he's styling, fast, aggressive, and packing heat. Bada bing. Or at least it was supposed to be. Till she showed up. Her name? Sylvia Crystal, an agent with this Whatchamacallit Association. Congratulations. You are certified as the 11th best hitman. How about getting rid of the 10 killers above you and aim for the top? I want to be number one. How's that? Short and simple enough for you? It's gonna be a long, hard road. But who knows? Could kick ass. Could be dangerous. Could totally suck. What do you say, bro? Join me. Let's see how far we can take this. And for you there holding the controller right now, just press the A button. Let the bloodshed begin. Okay, er hat im Grunde gerade, wenn ihr es nicht verstanden habt, alles zusammengefasst, was ich auch schon erklärt habe. Wir wollen einfach nur der Nummer 1 Auftragskiller werden. Das ist alles eigentlich. Weil wir pleite sind. Der Cluedo, hi! Willkommen zusammen. Der Cluedo und Co. Fuckhead! Yo, help me out here. Where's this death metal dude? Hi, Chris. Bad answer. Nee, das ist der Wii-Teil. Also eigentlich ist das Switch-Teil jetzt, aber die Switch-Version... Ich bin mir gar nicht sicher. Die Switch-Version ist, glaube ich, die Wii-Version. Doch, doch, schon. Okay. Wir haben natürlich ein Laserschwert, weil sonst wäre es ja nicht cool. Das Spiel ist typisch Suda 51. Ja, ja, genau. Das stimmt. Nein. Brauche ich, glaube ich, nicht. Zum ersten Mal jetzt auch ungeschnitten in Deutschland. Stimmt, es ist natürlich ein Beam-Katana und kein Laserschwert. Da hast du recht, Katka. Wenn schon, denn schon. So, ich muss mich kurz ein bisschen hier orientieren mit der Kamera und so. Das ist halt noch sehr oldschool hier teilweise. Aber da komme ich schon rein. Am Anfang ist unser Move-Repertoire jetzt noch relativ begrenzt. Aber man kriegt nach und nach eben viel mehr, viel neue, viel coolere Moves. Vor allem dann auch Wrestling-Moves. Die total over-the-top bescheuert sind. Hype Train! Ein Level 1 Hype Train, 1 Hype Train Emote. Tut tut! Voll cool. 3 Abos und 210 Bits zeigt's mir gerade an. Nice. Voll cool von euch. Auf der Switch im Shop einfach, online. Habe ich mir das gekauft. Da gibt es jetzt den ersten und den zweiten Teil eben. Und der dritte kommt ja bald. Also, was heißt bald? Irgendwann nächstes Jahr. Also, keine Ahnung. Aber es ist ein Katana, es heißt so. Er nennt so. Ich meine, er hat es, glaube ich, selber gebaut, oder? Dann darf er es auch Katana nennen. Insofern ist das schon in Ordnung. Die waren bei Release reduziert. Ich glaube, die kosten eigentlich 19,99 und ich habe, glaube ich, jeweils 17 bezahlt, wenn mich nicht alles täuscht. Sowas. Ach so, wie du jetzt bei eBay ersteigert. Hä? Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei, oder? Ich habe wieder irgendeine Nachricht nicht gelesen, wahrscheinlich.
Double Kill! Nein, es war doch kein Double Kill. Ich hab gelogen. Schade. Ja, dafür war das ein Triple Kill. Na, super. Ausgerechnet jetzt immer das Gleiche in dem Spiel. Immer wenn keine Gegner mehr da sind. Ah, es sind doch Gegner da. Kommt der Super-Modus. Ah. Ich wollte den benommen machen, aber es funktioniert leider nicht. Ich bin gerade nicht mehr sicher, wie man ausweicht. Ach, das Katana hat er von eBay. Ja, ja, genau, stimmt. Stimmt, er bastelt aber selber dran rum. Aber er hat es bei eBay gekauft, du hast recht. Aber so weit sind wir in der Story noch gar nicht. So, wohin jetzt mit uns? Wahrscheinlich wieder zurück, oder? Ja, okay. Die Laufanimation sieht so wack aus irgendwie, oder? So strange. Okay, ich versuche die Kamera gerade wieder hinter ihn zu kriegen. Ah, okay, da waren wir schon. Ich muss sagen, das ist wirklich das einzige Spiel, das nenne ich immer wieder als positives Beispiel, wenn es um geschnittene Spiele in Deutschland geht. Weil das ist wirklich das einzige Spiel, das auch in der geschnittenen Version so einen ganz eigenen coolen Style hatte. Das ist jetzt ungeschnitten schon ganz anders irgendwie. Aber auch genauso cool. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, besser. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo die Tür aufgegangen ist, verdammt. Oder was mir gerade die Cutscene gezeigt hat, weil ich wieder in den Chat geguckt habe. Was, den Switch-Teil der letztes Jahr? Von was denn? Mad World, ja, Mad World ist auch cool. Wahrscheinlich müssen wir runter, oder? Ein Mad World Remaster würde ich mir auch holen. Das wäre auch ein gutes Crossover, finde ich. Mad World und No More Heroes würde gut zusammenpassen. Okay, ich glaube, der Kerl war der Mini-Boss hier. Loser. Yeah.
Die Gegner mit den Laserschwertern sind quasi die ganz harten Bosse. Aber ich war gerade im Power-Modus. Deswegen war der so schnell weg. Hey, oh! Leute, mir fällt gerade was auf. Ganz wichtig, es ist ja der erste Stream im Monat und ich habe die die Spendenleiste gar nicht aktualisiert. Weil Fallen Crusader, Dankeschön. Oh mein Gott, ich werde das natürlich gleich berücksichtigen. Danke, das ist voll super nett von dir, voll großzügig. Und ich bin totaler Trottel. Jetzt passt auf, das mache ich jetzt schnell. Das ist eh gleich erledigt, hoffentlich. Wir sind ja schon im neuen Monat, Mensch. So, jetzt passt auf. Ich muss nur kurz gucken, dass ich nichts vergesse. Das ist immer ein bisschen blöd, weil ich muss die Patreon-Beträge quasi immer erst umwandeln, in Euro umrechnen und so weiter. Deswegen dauert das immer ein bisschen. Dadurch, dass quasi jetzt der erste Stream so spät ist, habe ich es total übersehen. 3, 2, 8 in... Achso, warte mal. So. Muss schnell meinen Taschenrechner aufmachen. Weil dann muss ich immer quasi Patreon nehmen. Dann darf ich natürlich auch Steady nicht vergessen. Dann natürlich noch das Bits und Abo Twitch-Geld vom Vormonat. Und jetzt natürlich noch die super großzügige Fallen Crusader-Spende. Und dann sind wir schon ziemlich weit. Warte mal. Hilfe, irgendwelche komischen Fenster gehen auf. Die nicht aufgehen sollen. Voll cool. Ah nein, was passiert denn? Ach, das ist immer so blöd. Weil Streamlabs hier amerikanisches Layout ist. Hier muss ich Punkte machen und darf keine Komma machen, sonst löscht er mir alles wieder. Weil ich weiß, was das sein soll, ein Komma. Ob ich es heute nochmal hinkriege... So, Enddatum brauchen wir auch noch. Ich habe gewusst, ich habe irgendwas vergessen. Okay, tada! Wir sind schon über 502 Special Streams jetzt schon quasi von Anfang an. Cool, oder? Das ist ein cooler Start gleich mal. Das heißt, morgen der Stream war ja sowieso schon im Kasten und jetzt ist aber auch der für nächsten Freitag im Kasten. Der nächste Donnerstag-Special-Stream am Freitag. Natürlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gute Nacht, Chris. Ciao. Mach's gut. Nee, das war reiner Zufall, Fallen Crusader, wirklich. Das war wirklich reiner Zufall, deine Spende und dass mir eingefallen ist, dass ich die Spendenleiste aktualisieren muss. Dasselbe T-Shirt an jetzt gerade auch, das ist ja witzig. Das hat einen komischen Greenscreen-Effekt bei mir. Aber wenn ich schon Travis Touchdown cosplaye hier, brauche ich natürlich auch irgendwelche T-Shirts mit. Eigentlich bräuchte ich Anime-T-Shirts, aber ich habe keine. Jetzt habe ich halt Videospiel-T-Shirts. Das geht auch, oder? Okay, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich wollte gerade alle umbringen.
Ah, guck, hier haben wir schon unseren... Oh. Unseren ersten Boss. Bisschen exzentrisch, so ein Gemälde von sich aufzuhängen in seiner Villa, oder? Aber okay. Wie er meint. Die anderen Bilder hier könnten aus Fallout 4 sein, oder? Das ist genauso der Fallout 4-Stil. Yeah, Suplex, aber der war nicht mal tot, oder? Nee. Aber jetzt. Na gut, Bosszeit oder kommt noch was? Bosszeit. Sehr schön. Die Bosse sind schon das Beste in dem Spiel. Vielleicht auch die Minispiele. Die sind zumindest super. Aber zu denen kommen wir noch früh genug. Das sind Gegner. Sehr gut, kommt schnell her. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt, glaube ich. Schade. Das war gerade unser Super Saiyajin-Move. Cranberry Chocolate Sundae oder so ähnlich. Ach, come on, bleibt doch stehen. Wo will er denn hin? So, sehr schön. Ich wäre bereit. Von mir aus kann es losgehen. Okay. Gut Spiel. Cranberries sind schon echt super lecker, das stimmt. Oh ja, da fällt mir noch was ein. Ah, Mist, geht jetzt nicht. Und der Titel. Gucke ich dann gleich. Whatever you need to do, do it now. Your opponent, some call him the Holy Sword. He is good, but I know you can take him. You are the man, Eye of the Tiger. He only looks tough because his mother was an ugly bitch. Take it to the red zone, Assassin's Way at full throttle. Unleash your power, show no mercy. Bring me death metal sets. Enter when you are prepared to fight. I believe in you and your force. Now, off to the Garden of Madness. Okay. So, lass mich mal gucken. Man kann bestimmt Untertitel einstellen. Oder? Vielleicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, sollte man meinen. Sehr schön. Okay. Oh, neuer Wrestling-Move. Travis, do you remember? Erinnerst du dich an diese goldenen Tage in Calgary? Der Weg des Profi-Wrestlers, den du lange vergessen hast? Wenn auch nur ein Fragment des Geistes des Wrestlings in deinem Blut verblieben ist... Erinnere dich an den ersten Suplex, den dir dein Meister beigebracht hat. Ja, so ist es richtig. Oder, ja, das stimmt. The Darkness Piercing, so heißt wahrscheinlich der Suplex.
Nee, stimmt nicht. Front Neck Chain Carry Drop. Okay. Whatever. Wir haben meinen alten Wrestling-Move wieder gelernt. Wieder erinnert. Sweet. Yes. So, speichern. Yes. Einmal speichern reicht für heute. Also nicht für heute, für jetzt. Wenn ich ganz aufhöre mit Spielen, dann speichere ich gern 2-3 Mal über den gleichen Slot drüber. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Speichern auf der Toilette. Ja, ja. Das wurde ewig lang bei mir ein Running Gag im Grunde. Ich sag heute noch ab und zu, ich gehe speichern, wenn ich auf die Toilette muss. Okay, Bosszeit. Wie gesagt, am Anfang ist das noch ein bisschen zu slow und dann eskaliert es immer mehr und wird immer cooler und abgedrehter und lustiger. Quite beautiful, wouldn't you say? Paid for with the lives of many. When you have the strength to take life for yourself, that is true wealth. I am free of desire. So long as I have this scenery to look upon, I need nothing more. Please leave me be. You're the one leaving, in a body bag. I'll only say this once more. Leave here now! Huh. Me leave? You obviously don't know me. You don't get it, do you? Hey, you know what paradise is, right? Paradise? This is paradise, the place where dreams are fulfilled. Well, you've had your dream, old man. Time to wake up. This is no paradise. All right, then what is it? A place to die. Huh. I'm glad you and I are on the same page here. So naive. You have no idea, do you? What a pity. You make an old man cry. Arrogant, crude little shits like you come around from time to time. Listen well, young one. The wall is high, higher than you will ever know. Ultimate sacrifice is sublime. Now draw. Huh. Okay. Get to your grave. Ich bin bereit. Endlich. This on the weekends. Serious time. Gemeinheit.
Ich glaube, mein Laserschwert ist leer, oder? Ja, genau. Mist. Okay, ich glaube, ich muss erst die Phantome schaffen, oder? Der Suplex ist mächtiger als das Schwert. Oh nein, mein Schwert ist leer. Oh shit. Uncool. Dammit. Wie lade ich denn das gleich nochmal auf? Dammit. Ah ja, okay. Wartet. Okay. Geh wieder. Puh, na dann. Extraordinary. The moment I've been waiting for. The name Holy Sword is now yours. You're joking, right? I don't care about titles or power. I just want to be number one. Then master the ways of the assassin. Here's your ticket to paradise, old man. Fragezeichen, 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 Fragezeichen 0. Was hätte es denn da noch gegeben? Naja, gut, keine Ahnung. Wir sind reich. Die Währung in dem Spiel heißt übrigens Landsquid Bird Rider. Dafür steht das LB. Haha, beweist mir das Gegenteil. Nice kill, Travis. I didn't think you had it in you. It was rather exciting. Congratulations. You are now ranked 10th. 10th, huh? What? Do I get anything? How about some cash? That should help you pay the bills. I'm not feeling the sense of accomplishment that I should have. So I just gotta do this a few more times, right? If you so choose, yes. And you will keep your promise? There is nothing the association cannot do. And if I refuse? As the 10th ranked assassin, you are now a target for those who want to replace you. Anytime, anywhere, number 11 could be right around the corner, ready to put a knife in your eye. So what you're telling me is that I gotta continue fighting. There's no way out of this. You set me up, bitch. Quit your bitching and get with the program. There's only one road out of here. No turning back. Okay, how about this? If I become number one, will you do it with me? Maybe. Maybe not. Come on, just once. Thank you.
Marvelous! Death Metal! Den haben wir besiegt. Und somit sind wir jetzt die Nummer 10, der Top-Auftragskiller. Der Screen ist super, oder? Finde ich so toll. So, erstmal speichern. Ling. Na gut, nochmal. Von mir aus. Mich verwirren so Speicherbildschirme immer, die nicht von selber weggehen. Ich könnte jetzt unendlich oft... Ich muss den manuell verlassen. Ich finde das immer komisch.